Mittlerweile gibt es ja saugeile Technik. Fernseher, die alles können, AV-Receiver, die alles können. Nur, oftmals ist das Problem, wenn man jetzt über den Fernseher fernsieht, wenn man da die Antenne angeschlossen hat oder sonst was, und ich den Ton nicht über die Lautsprecher des Fernsehers wiedergegeben haben möchte, sondern der Ton soll weiter zum AV-Receiver weitergeleitet werden. Wie geht das denn? Da reicht ja oft ein HDMI-Kabel. Da kann ich dann zum Beispiel das Bildsignal vom AV-Receiver zum Fernseher geben, aber auch das Tonsignal vom Fernseher zurück zum AV-Receiver geben. Herzlich willkommen zu diesem Video und schön, dass ihr einschaltet. Heute reden wir einfach mal über den Audio Return Channel. Wie funktioniert das? Was muss ich beachten? Und wie schließe ich das Ganze an? Bleib einfach dran, dann verpasst du das auch nicht. Dein Speaker Shocker. Um den Ton jetzt mit einem HDMI-Kabel von einem Fernseher zum AV-Receiver zurückzuleiten, müssen gewisse Voraussetzungen gegeben sein. Und zwar muss der Fernseher einen sogenannten ARC, also Audio Return Channel Anschluss für HDMI besitzen und der AV-Receiver auch. Und was noch viel wichtiger ist, das HDMI-Kabel muss es unterstützen. Wenn es das nicht tut, funktioniert das Ganze auch nicht und man kann in den Einstellungen rum einstellen, wie man will, passiert nichts. Also diese drei Sachen müssen gegeben sein. Der AV-Receiver muss es können, der Fernseher muss es können und das HDMI-Kabel muss es können. Ich habe das schon mal ein bisschen vorbereitet und jetzt gucken wir mal hinten an dem AV-Receiver, wie man das Ganze einfach anschließt. Bei den Anschlüssen eures AV-Receivers müsst ihr jetzt den Anschluss rausfinden, der mit ARC gekennzeichnet ist. Also den Audio Return Channel, denn hier wollen wir ja das Audiosignal von dem Fernseher wieder reingeben. Also schließen wir unser HDMI-Kabel hier ganz einfach an. Und das war's auch schon. An eurem Fernsehgerät müsst ihr natürlich genauso vorgehen. Auch hier wählen wir wieder den Anschluss mit dem ARC-Kürzel Audio Return Channel und führen auch hier das HDMI-Kabel ganz normal ein. Und dann war es auch schon gewesen mit der ganzen Anschlussarbeit. Jetzt noch die Einstellung und dann steht dem Vergnügen nichts mehr im Wege. Das Anschließen war ja wohl wirklich mehr als einfach, wenn man die drei vorhin genannten Punkte einfach berücksichtigt. Kommen wir jetzt noch zu den Einstellungen, denn da gibt es auch noch zwei Sachen, die man einstellen muss. Es sind eigentlich nur zwei Tastendrücke, und zwar bei dem AV-Receiver und dem Fernseher. Jetzt müsst ihr dem Fernsehgerät natürlich noch sagen, wo das ganze Tonsignal ausgegeben werden soll. In der Regel wird es dann in der Standardeinstellung die internen Lautsprecher sein. Die wollen wir jetzt natürlich nicht verwenden, sondern wir wählen hier den Ausgang optisch, weil wir können hier an dem Fernseher natürlich auch ein Lichtleitkabel anschließen oder halt HDMI ARC. Das wählen wir aus. Restliche Einstellungen lassen wir einfach mal so. Und jetzt geht's an die Einstellung des AV-Receivers. So, dann gehen wir jetzt mal eben in die Einstellung des AV-Receivers. Das sieht von AV-Receiver zu AV-Receiver immer etwas anders aus. Wir wählen dann den Menüpunkt HDMI und wählen hier erstmal, dass die HDMI-Einstellung funktionieren soll und so, dass auch der ARC-Ausgang bzw. diese Funktion eingestellt ist. Das bestätigen wir ganz einfach. Wenn ihr das nicht habt, wenn ihr es nicht einstellt, dann funktioniert es nicht. In der Regel ist es nämlich ausgeschaltet. Also, das müssen wir noch einschalten. Das beim Fernsehen haben wir auch eingeschaltet. Und jetzt müsste das Ganze laufen. Nach den ganzen Einstellungen schalten wir den Fernseher jetzt einfach mal ein. Den AV-Receiver auch. Und schauen mal, ob das Ganze auch unsere Ernte Früchte trägt. Sollte ja eigentlich kein Problem sein. Wählen wir jetzt einfach hier mal Live-TV aus. AV-Receiver auch angegangen. Und jetzt sollte der Ton nach Adam Riese über den Fernseher bzw. über den AV-Receiver wiedergegeben werden. Das mein Mensch. Und das tut er. Nee, aber okay, das wusste ich noch nicht. Aber es gelten tatsächlich für Patchwork-Familien. Funktioniert! Und mehr ist an der ganzen Sache gar nicht dran. Funktioniert ganz easy. Er erkennt das, wenn ein Signal anliegt und stellt sich dann automatisch auf den richtigen Eingang für den ARC, also den Audio Return Channel, ein. So, ganz einfach das Ganze. Jetzt könnt ihr auch ganz einfach Videos auf meinem Fernseher streamen und den Ton dann hören. Jetzt wäre natürlich noch interessant, wenn man die Lautstärke mit der Fernbedienungstaste bedienen könnte. Das funzt leider nicht so ganz. Müsste man immer noch am AV-Receiver dann regeln, aber das ist ja jetzt auch ein richtiger Weltuntergang. Also auch hier haben wir den Ton über den AV-Receiver und nicht mehr über den Fernseher. Nominiert worden zu der Liebster Award Challenge. Ton passt auch. Fun und passt. Tech Channel. Was? Ganz einfach das Ganze.
Ja, liebe Leute, und jetzt wisst ihr Bescheid, wie ihr das Ganze mit dem Audio Return Channel anzugehen habt. Wichtig ist halt die drei Punkte, ne? Also, der Fernseher muss es unterstützen, der V-Receiver muss es unterstützen und das Kabel muss es unterstützen. Und ich glaube, da liegt ganz oft der Knackpunkt, dass ihr es zwar alles richtig angeschlossen habt, sogar noch alles richtig eingestellt habt, aber dann das Kabel, dass es dann nicht unterstützt. Ich hatte das Problem nämlich auch zuvor und ich denke mir, warum verdammt nochmal geht der Mist einfach nicht? Bedienungsanleitung durchgeblättert, hat mir auch nicht wirklich geholfen. Ich habe mir dann einfach mal ein neues Kabel gekauft, weil die HDMI-Kabel, die ich hier liegen habe, sind von 2012 und unterstützen das wahrscheinlich noch nicht mal. Verpackungen habe ich eh nicht, wo es draufsteht, weil auf dem Kabel selbst steht es in der Regel nicht drauf. Also neues Kabel gekauft, angeschlossen und siehe da, direkt beim ersten Mal klappt es alles. Und so sollte das bei euch auch sein. Und wenn ihr Fragen dazu habt, dann könnt ihr es einfach mal unten in die Kommentare reinschreiben. Und ich denke, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Wenn dir das Video gefallen hat, dann kannst du mir gerne einen Daumen nach oben geben und abonnieren kannst du mich auch. Dann würde ich mich gerne freuen, wenn wir uns beim nächsten Video wiedersehen, was dann sein wird. Dinge, die langsam aus unserem Alltag verschwunden sind oder das noch tun werden. Und Kanalvorstellungen werden kommen, eure Soundchecks werden kommen und viele weitere Videos auch. Also wenn du es nicht verpassen willst, dann drück den Abonnier-Button und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bleib mir gesund und munter. Dein Speaker-Schocker. Ciao, ciao.